Da schauen wir uns doch noch mal kurz an. Einfach nur, um zu sehen, was hier so ist. Eigentlich nur gewöhnliches Zeug. Okay. Garados ignorieren wir jetzt mal. Die Gyarados, die hier gerade gar nicht vorhanden sind. Da frage ich mich, Pokédex. So. Ob wir mit der Carpador-Aufgabe überhaupt schon durch sind. KL. Carpador. Ja, vollständig, schön. Dann lassen wir das auch Carpador sein. Hier soll früher mal ein Vulkan existiert haben. Als er ausbrach, entstand ein riesiger Krater, in dem sich mit der Zeit Wasser ansammelte. Und so wurde der See der Wahrheit geboren, der immer nur lügt. Das Pokémon Vesprit oder Vesprit, er braucht ein bisschen Sprit für das Feuer, wachte über diesen See. Als es flog, lernten die Menschen das Glück und die Trauer des Lebens kennen. Zumindest erzählt man sich das. So. Erstmal die App öffnen, die den Weg frei macht. Danach können wir sie wieder deinstallieren, weil verbraucht einfach nur unnötig Speicherplatz. Rein ins Vergnügen. Noch eine Höhle. Ich war vorhin übrigens zu überrascht, um näher darauf einzugehen, aber dein Arceus-Phone ist ja unglaublich. Kein Wunder, dass der Professor so begeistert davon war. Voll. Eine Höhle, die wie aus dem Nichts auftaucht. Und was uns daran wohl erwartet? Fräulein Kogita sagte, dass du den Pokémon, die über diesen See wachen, deine Stärke beweisen musst. Es klingt, als stünde dir eine Herausforderung. Och, das fällt dir ja früh auf. Ja, eigentlich ist das wahrscheinlich der erste, den man betritt. Ja. Wir haben es anders gemacht. Die Luft hier drin ist förmlich geladen vor Anspannung. Da gibt es ja auch einen Elektroball. Ach, das ist doch dieses Drachenvieh, oder? Pokémon mit bedrohlicher Aura. Du hast gemeinsam mit deinem Pokémon die Könige und Königin von Hisui besänftigt. Wenn jemand gegen dieses Pokémon bestehen kann, dann du. Ja, bin ich auch. Ein falscher Knopf. So, hier war doch dieses Drachen-Pokémon. Moment. Da, Viscagott oder wie das Ding heißt. Ich meine, das war hier. Und das sieht einfach sehr nach Weiterentwicklung davon aus. Was mache ich denn da? Ich wollte eigentlich nur hier hin und das Ding auswählen. Denn wenn es immer noch Stahl ist, dann dürfte eine Kampfattacke da die richtige Wahl sein. Gone, too soon. Los, Shirox. Mach den Gon fertig. Dann ist er gone. Viscogon. Okay. Refugium. Defensivkraft wurde erhöht. Nein, keine Rauchwolke. Oh, das ist blöd. Sehr effektiv. Oh, Treffer, sehr schön. Oh, die trifft hart. So, wenn der jetzt trifft, hat er es hinter sich. Er trifft, sehr schön. Und jetzt ein Volltreffer, wo wir ihn nicht mehr brauchen, natürlich. Klassisch, wie bei Pokémon Blau und Rot. Blau habe ich übrigens schon Let's Played. Nur mal so. Als Wink mit dem Zaunpfahl. War übrigens das erste Let's Play, das ich überhaupt aufgenommen habe. Also seht es mir nach, wenn ich da noch ein bisschen unsicher klinge. Wenn man euch beim Kämpfen beobachtet, bekommt man das Gefühl, dass Menschen an der Seite von Pokémon alles erreichen können. Es ist wirklich erstaunlich. Ganz ehrlich, wenn ich Pokémon Blau selber sehe, das ist furchtbar, wie unsicher ich da einfach noch bin. Du nimmst eine mysteriöse Präsenz wahr. Oh, na sowas. Ein Wes. Weiß ich nicht. Und was will er jetzt? Deine Gefühle, teilen sie mit mir. In Ordnung. Wie fühlt es sich wohl an, mit einem Pokémon im Zwiegespräch zu sein? Ich sage ihm eigentlich gerade nur, dass ich kacken muss, aber gut.
Was verspürte dein Herz, als du auf Hisui herabgefallen bist? Den Adrenalinrausch des Fallschirmsprungs? Ich war erschrocken. Wie fühlte es sich an, deine Reise an der Seite von Pokémon zu bestreiten? Es hat Spaß gemacht. Es hat mich gedemütigt. Ha. Nee, ermutigt steht da, ich weiß. Es hat Spaß gemacht. Sonst würde ich ja nicht Pokémon spielen, oder? Was ging in dir vor, als du dich mit den Menschen des Diamant- und des Perlclans austauschtest? Jeder Mensch ist anders. Ja, und die sind ganz anders. Was fühltest du, als die Galaktik-Expedition dich vertrieb und dich allein umherwandern ließ? Arschlöcher! Ich war frustriert. Ich konnte die Nebenquests nicht abgeben, deswegen. Ich gebe dir einen Teil des Geistes, auf das du die Welten bindest. Ja, das war eine ganz harte Herausforderung, auf jeden Fall. Oh, wie weit er den Maul aufweist, unglaublich. Ein schönes Wesprit-Bettlaken. Die Wespritfeder. Mehr Sprit fürs Feuer. Wir werden nüchtern. Wies. Ja, tschüssi. So, dann haben wir alles. Du bist mit diesem Pokémon kommuniziert, oder? Aber ich habe kein Wort davon mitbekommen. Finde das ja mehr als seltsam. Doch jemand, der aus dem Himmel gefallen kam, ist solch Kuriositäten wohl gewohnt. Damit hätten wir alle drei Seen besucht. Was erwartet uns jetzt? Ja, solche Kuriositäten bin ich gewohnt. Allein schon durch deine Mutter. Haha, sieh dich an. Entschuldigung. Ich konnte nicht anders. Sie hat mir die Vorlage gegeben. Okay, abhauen sollen wir. Wir haben die Reise zu den drei Seen abgeschlossen. Laut Fräulein Kogita müssten wir uns nun zu den Nebelruinen aufmachen. Wo sind die? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber alte Ruinen lassen mein Herz immer höher schlagen. Lasst uns aufbrechen. Auf wen sollen wir brechen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Auf wen sollen wir brechen? Das sind also die Nebelruinen. Nicht zu verwechseln mit den Nippelruinen. Von alters her heißt es, dass Nebel die Grenzen zwischen den Welten verschwimmen lässt. Um die Welt der Menschen, die der Pokémon und die der Mythen zusammenzubringen, braucht es möglicherweise einen Ort wie diesen. Aber was genau sollen wir hier eigentlich tun? Ja, dass die Bettlaken nutzen. Alle schön bespannen auf Heumatratzen. Ja, Glück, dass ich hier bin. Sie tauchen genau dann auf, wenn die drei Prüfungen absolviert haben. Man könnte meinen, sie hätten uns vom Himmel aus beobachtet. Ein äußerst bemerkenswertes Pokémon hat mir geholfen. Aber meinen Sie etwa jenes Pokémon, das durch die Lüfte von ganz Hisui fliegt? Aber das sollten wir uns für später aufheben. Wie können wir die rote Kette erschaffen? Es gibt vieles, was ich weiß, aber dies gehört leider nicht dazu. Denkst, wir haben es hier von einem mächtigen Gegenstand zu tun, der Welten verbinden soll. Ich glaube kaum, dass ein einfacher Mensch ihn anfertigen könnte. Was machen wir jetzt? Sollen wir etwa ganz Hisui nach einer Herstellungsmethode absuchen? Da hat er keine App dafür auf seinem Smartphone oder was? Bloop Create rote Halskette. Ja, oder die drei geht natürlich auch. Oh, die drei Pokémon der Seen. Und ich dachte, die würden wir nie wieder sehen. Jetzt haben die erschaffen. Okay, die ist ein bisschen zu groß für unseren Halt. Du hältst die rote Kette. Aber wobei, wir könnten vielleicht noch einen Gullideckel dranhängen, dann passt das wieder. Also war das Versprechen, dass ich an meine Familie über die Genera was, da, an das sich meine Familie über Generationen gehalten hat, doch Wirklichkeit. Nach all den Jahren fällt diese Last von meinen Schultern. Wie es aussieht, hattest du mal wieder Erfolgsgeil. Abgesehen hiervon scheint es in Hisui aber gerade drunter und drüber zu gehen. Warum konntest du mehr in Erfahrung bringen? Ein befreundeter Händler aus der Ginkgo-Gilde hat mich auf den neuesten Stand gebracht. Offenbar will der Expeditionsleiter den Boko nicht auf
Forschungsergebnisse warten. Er hat vor, selbst auf den Kraterberg zu steigen. Hat er völlig den Verstand verloren? Will er etwa den Riss auf eigene Faust unter die Lupe nehmen? Naja, er kann schließlich nicht wissen, dass Guy die rote Kette in seinen Besitz gebracht hat. Stimmt, wir haben sie ja gerade erst erhalten. Wir müssen ihm von der Kette erzählen und ihn wissen lassen, was Guy geleistet hat. Was haben wir denn geleistet? Da schüttelt sie den Kopf. Sky? Was? Weg hier, du wurdest verbannt. Hau ab. Willkommen, ach so, willkommen zurück, meine ich natürlich. Ohne dich ist es einfach anders. Im Forschungsdödeltrupp unterhält man sich kaum noch miteinander. Sogar Kommandantin Celestis ist jetzt viel weniger Kartoffelmochi als vorher. Interessiert doch keinen. Nun ja, ich werde ihr mal Bescheid geben. Wartest du hier bitte so lange? Gute Güte, Sky. Der Professor war vor lauter Sorge um dich ganz außer sich, Sky. Natürlich hab ich mir Sorgen gemacht, aber noch lange nicht so viele Sorgen wie du. Von wegen, dass Erwachsene aber auch immer so wild flunkern müssen, nur um von sich selbst abzulenken. Unerhört sowas. Alter, die ist ja voll verschossen in uns. Wie auch immer, ist Kommandantin Celestis nicht mit Ihnen gekommen? Sie steckt unter einem Berg von Arbeit, wie es aussieht. Wir sollten sie im Büro des Forschungsdödeltrupps treffen. Da der Expeditionsleiter nicht da ist, hat sie ja alle Hände voll zu tun. Er ist nicht da? Nun ja, er ist zusammen mit dem Sicherheitsdödeltrupp zum Kraterberg losgezogen. Er will wohl auf eigene Faust untersuchen, was es mit dem Pokémon-Schatten auf sich hat, der hinter dem Riss im Raumzeitgefüge gesichtet wurde. Deswegen sind Pikachu und ich jedenfalls vorübergehend für den Wachdienst zuständig. Wie dem auch sei, lass uns die Kommandantin aufsuchen und die Lage besprechen. Klar, kaum ist er weg, schon ninjern wir wieder das Dorf, aus dem wir verbannt wurden. Ach, die Alte, ey. Du hast überlebt, wie ich es dir befohlen hatte. Eine beachtliche Leistung. Nur dank Perlas Hilfe. Diese Hilfe hast du dir gewiss durch deine bisherigen Bemühungen verdient. Also, was führt dich her? Du bist doch sicher nur in unser Dorf zurückgekehrt, weil du nützliche Informationen erhalten hast, korrekt? Die rote Kette. Kannst du das näher ausführen? Die drei sehen. Du erzählst von der roten Kette. Ein mythischer Gegenstand, der Welten binden soll. Expeditionsleiter Denboko ist gerade nicht hier. Einem Bericht des Sicherheitsdödeltrupps zufolge wurde hinter dem Riss ein Schatten gesichtet, der wie ein Pokémon aussah. Der Expeditionsleiter beschloss, gemeinsam mit dem Sicherheitsdödeltrupp aufzubrechen, um im Fall der Fälle sofort eingreifen zu können. Ihr Ziel ist der Tempel auf dem Gipfel des Kraterbergs. Der Expeditionsleiter mag noch so stark sein, er hätte dafür die Hilfe von Sky in Anspruch nehmen sollen. Als Kommandantin des Forschungsdödeltrupps gebe ich dir folgenden Befehl. Ich bin nicht mehr Teil davon, das ist mir vollkommen Wumpe. Begib dich zum Kraterberg und setz diesem Unheil mit Hilfe der roten Kette ein Ende. Ich erkläre dich erneut zu einem Mitglied des Forschungsdödeltrupps, Sky. Na gut. Wegweiser aktivieren. Wegweiser aktivieren. Das, obwohl Expeditionsleiter Denboku gar nicht hier ist, dürfen sie das? Es war seine eigene Entscheidung, mich mit all dieser Verantwortung hier allein zu lassen. Ich erfülle nur meine Pflichten. Dann komme ich auf jeden Fall mit. Schließlich gehören wir doch alle zum Forschungsdödeltrupp, right? Ich werde sie nicht davon abhalten. Okay. Wann kommen wir endlich in das Gebiet, wo wir. Neue Nebenquests. Lucario? Was? Wieso steht hier ein Lucario? Und wieso hat das eine Nebenquestion? Hat er sich verkleidet? Ist das ein Kostüm? Alter. Verkleide dich mal lieber als Dino oder so. Luca. Wieso nennst du mich Luca? Ich heiße nicht Luca. Was ist denn los, Lucario? Nennt er mich einfach Luca? Ich glaub's ja nicht. Ich heiße Hunde, so Orson. Und du bist kein Orson. Oh, Sky, also freut mich. Luca. Jetzt nennt er ihn Luca. Er ist doch Orson, du Heini. Lucario. Lucario. Lucario hat anscheinend auch die starke Aura gespürt, die von dir ausgeht. Wenn du bereit wärst, gegen uns zu kämpfen, würdest du dann zum Übungsplatz kommen? Lucario mit dem stählernen Willen.
Trägt er sogar schon einen Titel oder was? Glaub's ja nicht. Er kann die Tasche, aber ich habe schon wieder den Scheiß nicht mit dabei, ey. Den wir hier dem Dödel da überliefern sollen. Gibt's neue Quests? Sonst nö. Nein, das da. So, also, der Alte wird rattig vom Rettich, deswegen bringen wir ihm jetzt dreimal Rettich. Damit er wieder rattig wird und die Waren endlich mal freigibt. Minus. So, wo ist der rattige Rettich? Schildling. Da ist er. In die Tasche verschieben. 1, 2, 3. Gegen Lucario kämpfen habe ich jetzt gerade im Moment wenig Lust. Machen wir wann anders. So, Dödel, hier. Damit du wieder rattig wirst. Aber du bist es wirklich beeindruckend, wie du das mit dem König der Höhle geschafft hast. Ich kann mir schon denken, weshalb du hier bist. Ich mache es dir echt nicht leicht, was? Ja, echt mal. Eigentlich würde ich ja meine Waren ja schon zum Weiterverkauf abgeben. Nur käme das aber einem Friedensangebot gleich und das passt mir überhaupt nicht. Du bist auf dem Weg ins weiße Frostland, sehe ich das richtig? Kannst du mir von deiner Reise vielleicht drei Strandrettiche mitbringen? Naja. Oh, du hast in dieser wirklich in dieser unbarmherzigen Umgebung solch erlesene Strandrettiche gefunden. Welche Leistung dürfte ich drei haben? Hier bitte. Du bereist drei Strandrettiche. Strandrettiche sind aus dem weißen Frostland einfach nicht wegzudenken. Wenn man ihre bitteren Wurzeln einlegt, entfalten sie einen süßlichen Geschmack. Als leckeres eingelegtes Gemüse sind sie sehr beliebt. Alter, komm mal klar, Typ. Sorry, das war jetzt sehr schnell geschrieben. Meine Enkelin ist richtig gut darin, Gemüse einzulegen. Ich werde sie mal fragen, ob sie mir daraus welches zubereiten kann. Nun, da es mir äußerst unangenehm ist, dich ständig wie einen Botenjunge zu behandeln, werde ich diesmal selbst mit Taizo sprechen. Ja, dann mach mal. Jetzt bin ich mal gespannt, um was für eine Lappalie es sich handelt. Skye zuliebe werde ich dir meine Waren verkaufen, aber bilde dir ja nicht ein, dass das irgendetwas zwischen uns ändert. Aber Tauhua, was soll ich? Also, Opa, fängst du schon wieder damit an? Lin, was machst du denn? Hat er sie einfach geheiratet und sie ist jetzt irgendwie Tochter und oder Enkelin oder sowas von ihm? Deswegen? Oder was? Du willst nicht, dass unser Geschäft dir deine Waren abkauft? Wann lernst du endlich Privat- und Geschäftsleben voneinander zu trennen? Ja, wahrscheinlich ist es so. Wenn du so sturköpfig bist, vergeht mir echt die Lust, überhaupt ein Gespräch mit dir zu führen. Ja, aber warum? Du hast mir doch hoch und heilig versprochen, niemals zu heiraten. Oh, meine Güte. Moment, sie hat ihn Opa genannt, ne? Dann ist sie also Enkelin, okay. Wie soll ich das denn gesagt haben? Als Kind vielleicht, aber ich bin doch kein Kind mehr. Es tut mir schrecklich leid, dass du so unter Opas Launen leiden musstest, Skye. Wir schauen auch weiterhin in unserem Geschäft vorbei. Du bist hier stets willkommen. Das ist also sein größter Schatz, die Enkelin. Perversling. Will sie für sich alleine. Immerhin haben wir nun auch ein exzellentes Sortiment an Waren. Schlag ruhig zu. Ich schlag dir gleich zu auf deine dumme Brille da. Wenn du mir nicht was verkaufst. So, was haben wir denn da? Top-Beleber. Das ist also wirklich top. Das ist schon ein krasser Sprung, ne? 2300. Heftig. Ja gut, ich würde sagen, kaufen erstmal nicht. Nein, danke. Und was hast du uns jetzt wieder anzudrehen? Mineralköder, mechanisches Windrad, Pilzköder-Set. Ach du Scheiße, das kann nichts Gutes bedeuten. 40.000, ey. Gute Wahl, du hast einen untrüglichen Spürsinn. Nicht jeder, der würde etwas kaufen, dessen Nutzen sich nicht auf den ersten Blick erschließt. Dieses Item steckt voller seltsamer Mechanismen, deren Funktionsweise unbekannt ist. Sollst du das Rätsel dieses Apparats lösen, so wirst du sicher mit einem Preis belohnt, der sich nicht in Zahlen fassen lässt. Die Lieferung in dein Quartier ist übrigens mit inbegriffen.